Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video. In diesem Video möchte ich mit euch über das neue Netzwerkmodell von Bungie reden, das dann in Destiny 2 angewendet wird und endlich für bessere Leitungen sorgen soll. Nun, ich bin kein Fachmann von IT oder sonstigem, sondern ich habe mich gerade eben belesen und möchte einfach die Erfahrungen, die ich gelesen habe, was andere Fachmänner und Fachfrauen darüber denken, mit euch teilen, und wie das Ganze dann natürlich im Endeffekt sein wird, das muss abgewartet werden. Das können wir wirklich nur dann einschätzen, wenn wir das selber zocken, denn dieses Modell kommt nicht allzu oft vor, denn es ist nicht das eine oder das andere, wo was viele ja enttäuscht hat, dass es keine Dedicated Server sind. Dedicated Server heißt einfach, es gibt einen Server und über diesen Server läuft alles. Das heißt nicht, so wie das jetzt in Destiny ist, bei Peer-to-Peer, dass es und einen Host gibt und dieser Host ist ein Spieler, der gerade in der Lobby ist. Ja, die Idee dahinter ist ganz nett und läuft auch super gut, bis dieser Host dann mal jemand ist, der wirklich keine gute Verbindung hat. Und dann fängt die gesamte Lobby an zu laggen. So, das hat Bungie gelernt, das wird in Destiny 2 schon mal nicht mehr passieren. Also komplett längende Lobbys wird es definitiv nicht mehr geben, denn die Lobby wird jetzt über einen Server laufen, das heißt Dedicated. Dieser Anteil ist neu, also Dedicated Anteil ist da, aber nicht komplett, dazu komme ich gleich. Sprich, die Lobby, die Map, das Spiel an sich läuft über einen Server und es gibt auch vor, wie das Spiel verläuft. Von den Spielern her wird es trotzdem her eine Direktverbindung geben, also eine Peer-to-Peer-Verbindung zwischen den Spielern, wie sie sich bewegen, wie sie schießen und all so etwas. Natürlich kann es dann weiterhin passieren, dass ein Spieler mit einer roten Leitung in die Lobby kommt und man ihn dann mal wieder nicht töten kann, die Schüsse treffen den Typen nicht und der verschwindet und taucht wieder irgendwo auf, aber ihr leckt nicht. Er beeinflusst nicht mehr die gesamte Lobby durch seine schlechte Internetverbindung, da er nicht der Host sein kann, sondern es ist ein Server, der immer gute Verbindung hat. Das ist wirklich ein guter Punkt. Nun aber die Frage, warum denn nicht komplett Dedicated Server? Das möchte ich euch beantworten, und zwar erster Punkt natürlich das Geld. Komplette Dedicated Server kosten natürlich einiges und Bungie als Unternehmen möchte sparen. Als Unternehmen zu sparen, das kann man einem nicht verübeln. Aus der Sicht eines Unternehmers ist Sparen natürlich auch gleichzeitig Gewinn, und ich denke, Gewinn möchten wir alle erzielen. Nun aber, was ist der Vorteil von diesem Art Hybrid, das Bungie jetzt mit Destiny 2 neu einführen möchte? Bei Dedicated Server ist das Problem im Prinzip darin, dass wir als Spieler, ich meine Spieler A und Spieler B, wir zocken, Spieler B hat eine 20.000er Leitung und Spieler A hat eine 400.000er Leitung. Und dann gibt es irgendwo einen Server, der jetzt nicht unbedingt vor der Haustür ist, sondern vielleicht 200 Kilometer entfernt ist. Spieler A, der eine 400.000er Leitung hat, ist weitaus schneller bei diesem Server, also von der Verbindung her und wieder zurück, als Spieler B. Dabei hat Spieler B eigentlich gar keine schlechte Verbindung von 20.000 her, das reicht vollkommen aus. Aber einfach dadurch, dass Spieler A eine viel zu geile Verbindung hat, wird dieser Unterschied in der Verbindung tatsächlich im Spiel merkbar. Obwohl beide eine grüne Leitung haben, connecten die Schüsse von Spieler A weitaus schneller als die vom Spieler B. Ich hoffe, ihr versteht das Problem. Ich versuche es euch möglichst einfach zu erklären, denn ich denke, hier mit Fachbegriffen und wirklich detaillierten Sachen werde ich weder mir noch euch hier helfen. Nun soll aber dieses Peer-to-Peer dafür sorgen, dass die Spieler wirklich voneinander zueinander sozusagen miteinander sich unterhalten. Die Pakete fliegen nicht über einen Umweg, über einen Server, sondern direkt zueinander hin. Das heißt, wenn ich schieße, dann fliegt mein Paket mit dem Schuss zu meinem Gegner und von da wieder zurück und nicht erst zum Server und so. Ja, also das soll einfach der Vorteil sein, dass man, wenn man, also Bungie versucht es ja allgemein so mit Spielersuche, wir kennen es aus Destiny 1, dass wenn wir in der Spielersuche gehen, dass wir möglichst Spieler finden, die bei uns geografisch in der Nähe sind. Und dadurch, dass wir geografisch in der Nähe sind,
passiert wirklich dieses Phänomen, dass wir wirklich bessere Verbindungen haben werden als über diesen Umweg zum Server, da dieser Server durchaus viel weiter weg sein kann und der Weg dann einfach, also es ist wirklich wie der Weg. Es ist zwar das Internet und es ist super schnell, aber auch da zählen die Kilometer. Und da geht es natürlich nicht um Stunden, wie wenn man das mit einem Auto zurücklegen würde, aber um Millisekunden und diese sind wirklich merkbar. Die wichtigste Frage ist, denke ich mal zum Schluss, wird es weiterhin längende Lobbys und längende Spieler geben? Die Antwort ist ja und nein. Längende Lobbys eher nicht und längende Spieler eher ja. Denn gegen längende Spieler kann man leider nichts unternehmen. Ein Spieler, der einfach von seiner geografischen Lage eine schlechte Verbindung hat, kann man nicht einfach vom Spiel her ausschließen. Man kann nicht sagen, okay, nur weil du jetzt in Bayern in einem Dorf wohnst und eine 5000er Leitung hast, wofür er nichts kann, dann kann man nicht sagen, okay, dann darfst du nicht mehr das Spiel mitspielen. Sondern mit dieser Lösung, das Bungie hier gefunden hat, könnte es wirklich eine Lösung sein, denn der Spieler beeinflusst nicht mehr die gesamte Lobby, wenn er mit seiner schlechten Verbindung mitzocken möchte. Natürlich wird es weiterhin Rambos geben, die durch die Map rennen und sich teleportieren und nicht sterbbar sind, aber das wird, ja, das ist halt so, so ist das Leben, das gibt's auch in jedem anderen Spiel auch. Und dadurch aber, dass die Map an sich auf einem Server gelegt ist, wird es zumindest, wie ich denke, nicht mehr vorkommen, dass man Gegner durch die Wand killen kann oder Tode zustande kommen, die man sich selbst nicht erklären kann. Leider fällt dann ein großer Teil der Clips für meine Top 5 Fails Folge aus, aber ich denke mal, für das gesamte Wohl der Community über grünere Leitungen, das erfreut, denke ich, jeden von uns. Natürlich, wie schon am Anfang gesagt, wissen wir nicht, wie gut das tatsächlich dann am Ende funktionieren wird, aber ich würde mal sagen, bevor wir das Ganze hier miesepetern, schauen wir uns das Ganze an, wenn es rauskommt, und geben der ganzen Sache auf jeden Fall eine Chance, denn es klingt von der Theorie her wirklich richtig gut. Ansonsten, meine lieben Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst gerne eine Bewertung da und lasst ihn immer schön schwingen. Bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.